Im Haus des Staunes. Im Haus des Staunes, den ehemaligen Antonius Spital. Hier öffnet sich ein Universum der sinnlichen Wahrnehmung. Eine visuelle, akustische Wunderwelt. 100 Glas, die größten begehrbaren Geige der Welt und Wassertrompeten. Allerlei Instrumente ermöglichen improvisierten Musizieren in der kleinen Kapelle. Soll bewiesen werden, dass niemand wert sich um musikalischen ist. Hier werden Barrieren abgebaut und in diesem Haus des Staunens dreht sich alles um Schwingungen, um das sichtbare Machen von Tönen durch klassischen Klangfiguren oder durch Alexander Lauterwasser Klangbilder. Der Schild des Pankratium stellt plastische Eintönen dar. Künstler aus ganz Europa gestalten im Pankratium um ca. 40 Erlebnisstationen mit Objekten im ganzen Bereich von Naturwissenschaft und Kunst. Und das ist hier möglich, mit den Augen zu hören und mit den Ohren zu sehen. Töne beginnen zu tanzen, Wasser wird zur Architektur.